Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, der Sommerurlaub ist vorbei. Ich war in der Türkei und habe Folgendes gemacht. Ich bin mit meiner Familie durch die Einkaufsstraßen gegangen in Side und da sind mir so ein paar AirPods Pro ins Auge gefallen und das Ganze hat ganz gut gepasst, denn meine Tochter hat ihre verloren, ihre AirPods Pro. Oder die wurden geklaut, wie auch immer. Das Kind sagt immer, die wurden geklaut. Das ist immer die erste Ausrede, aber ich glaube, die hat sie verloren. Ist aber jetzt egal. Und da habe ich gesagt, ja, Schatz, du bekommst ein paar AirPods, aber nachgemachte. Na, dann habe ich erstmal gedacht, das kann ja nichts sein. Und dann hat die welche bekommen. Hinten steht drauf 30 Euro. Ich habe etwas weniger bezahlt. Und habe mir dann innerlich auch gedacht, komm, ich hole zwei. Deswegen besserer Preis. Einen kann ich ja ein YouTube-Video drüber machen. Ja, wir sind im Hotelzimmer angekommen, sie hat ihre ausgepackt und da war ich erstmal baff. Ich war wirklich baff, denn meine Frau hat die originalen AirPods Pro hier und wir mussten echt gucken, wo es da Unterschiede gibt. Also jetzt von der Optik her waren wir echt am Grübeln, denn auch die Verpackung, die ist schwer, robust, vor allem haben wir hier auch die Siegel drauf, die man hier abziehen kann. Das werde ich gleich, wir werden die gleich hier mal auspacken. Und dann kann man gucken, wie gut die Siegel sind. Und ja, dann werden wir das auspacken. Ja, im Video heute werden wir verschiedene Sachen machen. Ich hoffe, man sieht Unterschiede oder ich hoffe sehr, dass man Unterschiede sieht. Klanglich waren die Fakes außerordentlich gut, muss ich sagen. Ich habe sie im Ohr gehabt. Vor allem sieht das iPhone die AirPods auch als Original an. Also es ist kein Unterschied, die werden auch als Original erkannt. Und das ist auch heftig. Ja, und dann würde ich sagen, packen wir die mal aus. So, hier haben wir einmal die nachgemachten. Jetzt hier so im Vergleich, bitte nicht erschrecken, ich habe im Urlaub meine Uhr getragen. Und gucken mal, hier haben wir die Originalen. Was als allererstes auffällt, ist der 3D-Abdruck von den AirPods. Ja, das ist jetzt die originale Verpackung. Ja, vom Klang her, ihr hört das, klingt das hier etwas dumpfer. Aber hier, wenn ich hier drüber gehe, ist kein 3D vorhanden. So, Originalen ist halt hier. Das sind die Originalen. Die waren hier halt so verpackt drin. Ich packe sie mal wieder ein. Mit so einer Plastikfolie. Ja, und im Vergleich, wenn wir die jetzt von der Höhe her auch gleich. Jetzt packen wir die mal aus. Vor allem ist hier der Siegel drauf, ja, wie bei den echten. Ich werde es mal abziehen. Unfassbar, echt. So, ich mach die mal ab. Die sehen hinten auch etwas anders aus, die Originalen. Zumindest ist hier ein anderes Bild drauf. Zweite Generation. Boah. Also das Bild schon mal nicht rauskommen, die Fakes. Oh Gott. So. Die Folie haben wir hier auch schon mal. Unfassbar. Einmal original, einmal fake. Auch von dem Gewicht her sind die echt identisch. Hier kann man zum Beispiel erkennen, dass das ein Fake ist. Hier ist die Schrift kleiner.
Und hier ist die Schrift etwas größer. Und das Silber sieht hier auch etwas von der Qualität hier nicht ganz so gut aus wie jetzt bei den Originalen. Also hier könnte man schon mal einen Unterschied erkennen. Dann haben wir hier die zwei. Hier ist das Fake, hier sind die Originalen. Beides Lightning-Anschluss. So, hier haben wir das Kabel. Auch verblüffend echt. Und hier haben wir die Ohrpads. Okay, das ist schon billiges Plastik hier, das kann ich gar nicht drücken. Das konnte ich drücken. Und hier muss ich mal aufmachen. Hier, oh, natürlich qualitativ bei den Originalen ist schön drin. Und hier waren die einfach nur. Sind einfach rausgefallen, hier nicht. Hier sind die richtig, zack, eingelassen. Ja. Also hier kann man schon mal einen Unterschied erkennen, dass man keine Fakes hat. Aber hier, auch von Ohrstöpseln ist die Qualität nicht ganz so gut, wie jetzt von denen hier. Die wirken ein Tick robuster, die Originalen, die sind dann doch etwas schwächer. Farbliger, würde ich jetzt mal sagen. So, räume ich den ganzen Scheiß mal weg. So, dann packe ich die mal aus. Okay, habt ihr das gehört? Die machen Geräusch. Die machen kein Geräusch. Mal vom. Muss mit dem Mikro dann? Okay. Die klingen dumpfer beim Zuschlagen. Die klingen etwas hohler. Aber vom Gewicht her sind die echt identisch. So, dann packen wir die mal aus. Boah, Leute. Die faken das echt gut, Mann. Euch das an. Das ist alles so klein, ob man das hier gut sehen kann. Echt. Auch hier die Schrift, beides identisch. Aber es wirkt so. Die wirken schon hochwertiger, die Originalen. Das merkt man, wenn man die hier reinfallen lässt. Hat er nochmal einen Falltest, wo man das hören kann? Ja. Ah, die sind auf jeden Fall lauter. Wenn die fallen, sind die lauter. Also man merkt schon, dass die schon besser sind. So, ich werde jetzt gleich noch eine Waage holen. Mit der Waage kann man dann sehen, wo es der Unterschied ist. So, wir werden jetzt die AirPods mal wiegen. Ich wiege jetzt erstmal die Originalen. 63 Gramm. Und die Fakes 60 Gramm. Also 3 Gramm Unterschied. Ein.
6 Gramm, 5 Gramm, original. Das sind 3 Gramm. 5 Gramm, 3 Gramm. Also das ist schon, das merkt man. Ja. Ja. So, wir werden mal das Gehäuse durchleuchten, ob das geht. Machen mal das Rote. Man kann es sehen. Ja. Hier. So, jetzt machen wir mal die Fakes. Auch hier so ziemlich identisch. Ich werde die jetzt mit meinem Smartphone koppeln. Smartphone. Und jetzt werden wir die öffnen und gucken, ob die, zack, AirPods werden erkannt. Das sind die Fakes. Jetzt gehe ich auf Verbinden. Halten. Ja. Dann höre ich ein bisschen mal Musik. So, jetzt machen wir mal kurz einen Mikrocheck. Ich habe es mal über WhatsApp aufgenommen. Das ist die Soundqualität von den originalen AirPods Pro 2. Das ist die Soundqualität von den gefakten AirPods Pro 2. Ja, also, Unterschiede sind definitiv da. Optisch sehr gut kopiert. Wirklich sehr, sehr gut kopiert. Also man muss echt überlegen, welche Kopfhörer welche sind. Wenn man es nicht weiß, dann hat man da quasi verloren und man fängt an zu grübeln. Das ist Fakt. Klanglich, kommen wir mal zum Klang. Klanglich merkt man es schon. Also ich will nicht sagen, dass die gefakten schlecht klingen. Aber mir fehlt da so ein bisschen der Grundton. Und der ultra tiefe Tiefgang, den die AirPods Pro 2 können. Ja, das fehlt hier so ein bisschen. Aber sie können genauso laut wie die Originalen. Das muss man sagen. Die können wirklich richtig laut. Aber für den ganz normalen, ich höre ja gerne Musik und viel Musik, auch mit Kopfhörern. Ich habe ja auch richtige teure Hi-Fi-Kopfhörer hier und so. Ich habe da so andere Vorstellungen. Aber wenn er jetzt, ich sage jetzt mal, ein Kind oder irgendwie sowas, die nicht so audiophil sind, sage ich mal, mega, mega. Und dafür, ich habe 20 Euro bezahlt, für 20 Euro. Ja. Klar, die Originalen sind teuer, aber von der Qualität her doch schon einiges besser. Vor allem vom Klang. Beim Klang merkt man sofort, es sind AirPods Pro 2, muss man sagen. Mikrofonqualität habt ihr auch gehört. Da ist bei den Gefakten schon sehr, also man versteht es, aber ich will, es ist nicht ultra schlecht, aber auch nicht, es ist so ein Mittelding, ja. Die sind dann wieder qualitativ, Sprachqualität gut, ja. Die Funktionen wie beim AirPods Pro 2, 3D-Sound und auch Noise Cancelling funktioniert auch. Nicht ganz so gut, die können ein bisschen besser abschottern, also das kriegen die Originalen besser hin, die Fakes nicht ganz so gut, aber sie können es. Also, wie schon gesagt, wenn ein Kind seine AirPods verliert, kann man als Bestrafung Fakes holen oder einfach hier, vielleicht merken die das ja noch nicht mal, ja. Außer der originale, treue Apple-User, der erkennt es sofort, nicht von der Optik her, aber vom Hören und ja. Ja, dann habe ich noch einen Unterschied gefunden, habe ich gar nicht so drauf geachtet. Das ist einmal, die Originalen haben USB-C und die Fakes, die haben noch Lightning.
Ja, obwohl es beide die zweite Generation sein soll. Ne? USB-C, Lightning. Ansonsten habe ich nichts mehr gefunden. Das war's auch schon vom Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es kommen noch viele weitere Videos. Ich werde jetzt die Tage noch ein Video machen von den neuen Beyer Dynamic, von den DT770 Pro X. Ist eine Neuauflage von den Beyers und darauf könnt ihr euch freuen. Ja, damit beende ich das Video. Für ein Abo würde ich mich natürlich freuen. Bleibt alle gesund. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen.